So Leute, herzlich willkommen. Can You Beat Me? Nummer 7 am Start. 9, 8, 7. Stell ich kurz vor? Ja, moinsens. Moinsens, gut. Ah, das reicht wohl. Na, du kannst ruhig noch mehr erzählen von mir aus. Ich will nicht mehr erzählen, glaub mir. Okay. Bin schon nervös genug. Du kannst einen Elgato gewinnen. Also wird das Ganze von Elgato gesponsert. Link zu Elgato ist in der Beschreibung. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Du musst 2 von 3 Runden gewinnen. Oh, fuck. Okay. Ich glaube, ja. Also diese Runde wird auf jeden Fall richtig knapp. Gehe ich mal von aus. Schauen wir mal. Oh, never mind. Scheiße. Boah. Na, die haben halt jetzt schon diesen Spawn, wo sie uns halt echt hinten halten können. Ja, das ist Terminal. 03 GG, Alter. Digga, das kann nicht dein Ernst sein, du Affe, Mann. Mein Gott, ey, da kannst du ja gar nicht mehr durchrennen durch die Mitte, kannst du vergessen. Kannst du ja nirgendwo durchrennen. Ja. Sobald du Terminal den A-Spawn hast, kannst du komplett alles vergessen. Ja, aber läuft genauso wie ich unten lang. Naja, klar, hier musst du halt echt lang laufen. Welche Waffe spielst du? Oh Gott! Oh Gott! Mein Aim, ACR. Du? MP7. Die Skillerwaffe. Oh, Skillerwaffe MP7 Spieler. Ja, ich habe so lange kein MP3 mehr gespielt, ich muss mich erstmal an das Spiel gewöhnen. Ja, er tötet mich, Alter, ganz im Ernst. Ah, die Runde scheiße ich richtig rein. Warum kriege ich da keinen Triple Kill? Are you kidding me? Oh, Mann. Okay, da oben ist. Okay. Gut, mit der ACR komme ich hier, glaube ich, nicht weit. Ich spiele jetzt P90. Skillerwaffe. Ja. Der P90 ist meiner Meinung nach die beste Waffe im Spiel. Also mit MP7 auf jeden Fall. Ja, ich finde die ACR sogar fast geiler. Ja, die ACR ist sowieso übelst geil. Du spielst aber auch Specialist, ne? Wie wir uns spielen, weil ich habe Killstreaks dabei. Was? Oh mein Gott, was hat dieser Wichser geschluckt, Mann? Einiges. Ja, dieser wesentlich geiler Nahkampf. Ey, das ist Patch of. Oh, ey, der schluckt ja übelst viel. Ja, der eine hat auch eben richtig geschluckt. Der ist einer. Den schafft den Scheiß ich mal. Ja, hinter mir natürlich. Ey, es laggt. Ja, bei mir auch zwischendurch immer. Dieser Typ mit seinem MG, die MGs sind doch so gnadenlos overpowered in diesem Spiel. Es ist so krass, ey. Er töte mich hundertprozentig, ne. Ey, also wenn ich hier irgendwas reißen sollte, noch ein Specialist, dann feiere ich mich schon. Ich glaube, ich ein Specialist, wenn ich mich richtig erinnere. Dritt in der Scheißbibliothek, das ist. Ey, das ist so krass, wie viel die schlucken, ohne Witz. Naja. Das kannst du echt knicken. Obwohl, jetzt spawnen sie eigentlich ganz gut für die ACR. Ja. Ja, komm. Sniper, danke. Steht's dann 15, 14, okay. Beide sind derbe schlecht. Beide sind übel schlecht, ja. Ah, ja. Ist aber auch unspielbar, dieser Modus, ohne Witz. Ich will mich jetzt nicht beschweren oder so, aber nur Nades. Nur scheiß Sniper-Head-Glitcher. War da nicht einer? Ja, da ist noch einer, glaube ich. Ja, und natürlich holt er mich mit seinem MG. Ist ja kein Wunder. Kommt da einer? Nein, kommt da nicht. Na, da gehe ich garantiert nicht rein. Und ich werde wieder gesniped, danke. Oh, das ist 20. Oh, fuck. Ich habe nicht nachgeladen, ich hätte vielleicht einen Quarter holen können. Oh nein, auf mich, die geht auf mich, keine Sorge. Nee, doch nicht. Geil. Doch, die geht auf mich, ist war klar. Wie viele sind da? Richtig ja, viele. Ja, das ist doch unnötig. Alter.
Guck, wie viele da oben sind, so kein Wunder. Boah, das sind richtig viele, Alter. Ich dreh durch, Mann. Ja, die kannst du doch auch nicht wegholen, Alter, weil sie im Headglitchen sind. Hey. Fuck, 6 Kills voll. Ja, also sorry. Das ist. Aber das ist doch. Der Typ hört auch nicht auf zu headglitchen, der macht es den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Ich bin tot. Naja. Boah, ich. Ach, du bist hier einfach durchgehend gestunt und das auch noch so krass dann. Ja. Ja. Das Spiel macht wieder mal Sinn. C4, hey, ich krieg die Krise mit dem Game, ohne Witz. Die spawnen unten. Hinter uns spawnen sie. Ja, ja, war klar. Es war klar, dass sie hinter uns spawnen. Ey, der Typ sniped mich auch immer. Oh fuck, bin ich fast tot. Oh, wie ist es bei mir lag? Ah, die Lags sind echt schlimm. Granatwerfer. Hinter mir einfach Specialist! Alter, ich spawn und werd sofort geblendet. Und ich töte ihn. So, ja. Lol, lag? Ja, bei mir genauso. Boah, ist das ein scheiß Lag. Boah, das ist echt ätzend. Oh, Specialist. Die Spawn ist sowieso hinter mir. Ich habe gerade einen echt guten Streak am Start, glaube ich. Wenn du jetzt die Mob machst, dann können wir eigentlich direkt aufhören. Nein! Boah, du hast. Ich bin echt recht kurz vor Mob, glaube ich, Alter. Oh, der ist noch ein Gegner. Wie viel? Ah, ich habe nicht mehr so viel Zeit, glaube ich. Schade. Verdammt. Ja, es fällt mir zum Tod. Ich bin so fucking kurz in der Mauer, glaube ich. Man, ich dreh durch, ey. Ohne Witz. Hinter dir. Hab ich. Danke dir. Na, ich war. Keine Ahnung. Jungs, könnt ihr nachsehen, wie kurz ich vor der Moab war? Ich bin gestorben. Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich glaube, es waren 4 Kills oder 3 oder so. Oder 5. Keine Ahnung. Scheiße, Alter. Ich schau, so eine Kacke. Ich hol dich einfach nicht auf. Ohne Witz, das geht nicht. Ich mache immer so Specialist. Tot, guck dann aufs Scoreboard und du hast wieder 6 Kills Vorsprung. Das hört einfach nicht auf. Ja, die Runde war auf jeden Fall ganz in Ordnung für mich. Boah, war aber echt knapp, 7 Kills nur. Ja, 7 Kills, ja. Ist gar nicht, ist nicht viel. So, 1-0, du musst jetzt ausgleichen. Ja. Wow, fuck, war ich aufgeregt. Ich hätte echt gerne einen Moab gehabt. Scheiße. Schade.
Aber jetzt muss ich auch aufholen. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Ja, ich musste halt am Ende so aggressiv spielen, weil die halt nicht mehr so viel Zeit hatten. Und ich hatte auch keine Munition mehr in der ACR, das war echt kacke. Fallen? Boah, ah. Oder willst du C-Town oder willst du raus? Nee, die Maps passen schon. Okay. Ja, ich muss irgendwie gucken, dass ich mir eine bessere. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich mir hier meine Klassen zusammenstelle. Hab ich echt keine Ahnung von. Ja. Ich spiele eigentlich mal dasselbe. Obwohl die. Also die könnte ganz cool sein, die Klasse. Ja, wollen wir Herrschaft spielen oder Abschluss bestätigt? Ist mir eigentlich vollkommen egal. Also ich mag die Map Seaton mehr, also habe ich auf Seaton gewartet, aber ist mir egal, was du nimmst. Ich kann beide Maps spielen. Alles klar. Ah, ich denke, es wird vorhin dran kommen. Obwohl, ne, Seaton. Ich finde Seaton eigentlich richtig geil. Ich finde Seaton ist ist fast meine Lieblingsmap halt mit Dome in der W3. Da oben, ja, da oben spiele ich halt fast nie oder konnte ich halt fast nie spielen, da ich halt nur Bonangriff spiele. Was spielt ihr eigentlich mit eurem Clan immer? Stellung oder was ist das? Ja, Stellung. Also für die Leute, die nicht wissen, welchem Clan ich bin, also ich bin im ImpactXClan.de, falls ihn jemand kennt, also Deutschland. Und ja, der Leader ist Muscle Scorpion und wir spielen halt meistens, wenn wir Black Ops 2 spielen, spielen wir meistens im Modus Multiteam und dazu gehört halt Multiteam Stellung. Ja, weil da die Spawns eigentlich am besten sind und wir gehen halt meistens dann auf ja, Nukleas, Double Nukleas, Triple Nukleas und ja. Halt meistens Stellung dann auch teilweise auch Bodenkrieg. Geht ihr immer raus, bis ihr eine geile Map habt oder wie läuft das? Also kannst du sagen. Also es kommt nicht auf die Map an, es kommt eher so auf die Gegner an und wenn man heutzutage so ein Multiteam sucht, da findet man halt nur genauso krasse Gegner, die halt versuchen, dasselbe zu erreichen wie du selbst halt. Also wir gehen halt selber auf Nukleas und deshalb suchen wir halt teilweise auch ein paar Stunden schon Lobbys, bis wir halt die Defekte gefunden haben. Echt? Das ist so beschissen, ja, ey. Nicht stundenlang, aber wir spielen halt und wenn sich da was ergibt, dann ist es geil, wenn nicht, dann halt am nächsten Tag versuchen, so denken wir halt. Ja, also das habe ich ja früher halt auch gemacht. Ich habe mir halt so probiert, krampfhaft Gameplay zu erspielen. Ja, und dann rastet man teilweise so übel aus und... Ja, genau. Da ist ein scheiß Taktikanstieg, achso, er hat ihn weggemacht, okay. Wo kommt er jetzt? Okay, der läuft da hoch. Er messert mich, ey, so lächerlich, Mann. Nee. Also, MW3 ist... Komm. Was?! Na, sicher tötet er mich, Alter. Sicherlich, Alter. Der will uns da oben spawn-trappen, die Missy. Mit seiner Kimbo. Ah, oh, was? Ja, bestimmt, Alter, bestimmt. Specialist? Schon. Oh, Specialist macht so unfassbar Bock, wenn du den Bonus hast. Okay. Ja, merkt man direkt, dass man Specialist hat, wird man irgendwie ein bisschen schneller und so. Ja, ich spiele aber echt gerade richtig scheiße wieder. Hey, du bist aber immer in Führung. Du sagst, ich spiel scheiße, aber hast immer irgendwie 3, 4, 5 Kills Vorsprung. Ja, ich vergleiche das halt immer so damit, wie ich früher halt gespielt habe. Ach so. Wie gut ich halt da war früher.
Also ich war jetzt früher auch kein Profi oder so, aber ich war halt früher schon, im Vergleich zu heute ist das schon echt ein Unterschied. Ja, Specialist im letzten Ding. Ja, sowas zum Beispiel, sowas. Das ist zum Beispiel richtig schlecht, wie ich da sterbe. Richtig schlecht einfach nur. Sobald ich ein bisschen nervös bin, kann ich einfach nicht mehr spielen. Dann wird es irgendwie ganz dumm. Genauso wie. Ach, ernsthaft, was hast du da gemacht? Ja, dieser Noel, Alter, das ist doch so ein Assi, ey. Mann. Oh, ich kann sie spawntrappen, geil. Kommt raus. Nee, doch nicht. Doch, 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 doch. Da war noch. Mai. Wieder nur 5 Kills. Und Specialist und tot. Gesniped. Deshalb wollte ich so unbedingt Black Ops 2 spielen. Warum? Weil die Sniper eigentlich so OP sind? Ja, weil die Sniper ja runtergepatcht worden sind. Ich habe gar keine Ahnung, was da gepatcht wird oder Nee. wurde. Die ganzen, hier, die ganzen Sniper-Mummis, würde ich mal sagen. Die haben sich ja alle beschwert, weil die Sniper runtergepatcht wurden und haben dann teilweise auch Drohbriefe geschrieben an Echt? die Typen, ja, an die Typen von Black Ops 2, weil sie halt die Sniper so runtergepatcht haben. What the fuck? Was mit den Maschinenpistolen? Die auch? Ja, die PDW wird halt ein bisschen vergewaltigt, also hoch runtergepatcht die ganze Zeit eigentlich. PDW ist nicht mehr so, wie sie damals halt war, aber kann man jetzt eigentlich noch wieder spielen. Was ist jetzt so die Waffe, die immer gespielt wird? AN94 mit Abstand. Die Echt? meisten spielen die Waffe, ja. Okay. Die fand ich eigentlich immer schon ganz cool, die Waffe. Ja, das ist wirklich die krasseste Waffe überhaupt. Kommt, ist sogar noch stärker als hier die ACA, finde ich. Na, 2 Kills. Ich scheiße gerade richtig rein, Alter. Ja, und sobald ich näher komme, verkacke ich natürlich auch. Ich bekomme auch gerade Da oben ist keine einer Streak drauf. mehr hin. Oh. 30, 30. Fuck, geblendet wieder wie ein Stück Scheiße. Alter! Ey, der andere Typ lockt den Typen an und er tötet mich. Okay, ein Kill nur noch. Scheiße, das ist richtig knapp gerade. Ja, das ist echt krass. Fuck. Ausgleich. Ah. Mein Aiming, oha. Bin gerade voll am Verwackeln. Boah, 35, 35, das ist richtig knapp gerade. Ja, er hat Glitch, verdammt. Oh Gott. Ja, gut, ich glaube, die Runde verliere ich. Also. Nee, glaub mir, ich werde sie verlieren, weil ich gerade keine Gegner finde. Ich auch nicht. Ich suche sie die ganze Zeit, ich finde keinen. Jetzt haben wir noch EMP oben. Ich habe sogar noch EMP, ich glaub's nicht. Was muss man denn können, um EMP zu erreichen? Kannst du Eine das ganze erklären? Menge. Eine ganze Ganze Menge. Menge. Ja, jetzt kommt das Killix überhaupt. Ein Kill in Führung. Are you kidding me? Are you kidding me? Ein fucking Kill. Hey, du hast wieder.
Gar keinen Kill mehr. Scheiße, Mann. Nein, du bist in Führung. Oh, fuck! Hey, oh, Anton! Gott. Ich hab nie geschaut. Hey, Anton! Okay, 1-1. Verdammt. Ich hab doch nicht geschaut. Mit Warum kann ich diesen Spasten nicht muten, Alter? Ja, der regt mich gerade auch auf. Ich kann ihn nicht muten! Lol. Okay. Ganzen Prex Ghost kann ich auch nicht muten. Okay, Mann, ich hab nicht geschaut. Warum? Keine Ahnung. Okay, 1-1. Jetzt wird's interessant. Bakara finde ich eigentlich richtig. Ja. Also entweder kacke ich hier richtig rein oder ich hau richtig raus. Genauso wie bei mir. Boah, die letzte Runde, verdammt, ey. Ja, das ist auf jeden Fall die spannendste Runde, die ich hatte. Von allen. Dieser Noel regt mich richtig auf. Fuck. Boah, ich will nicht verkacken. Aber ehrlich, hätte ich nicht gedacht, dass ich das jetzt noch drehe. Als ich gesehen habe, 4-5 Kills, dachte ich wieder, es wird wieder wie die erste Runde. Aber dann hast du ein bisschen nachgelassen und dann hat es. Naja, ich bin halt die ganze Zeit am Stück gestorben, ohne Gegner zu finden. Ja, und am Ende dann, boah, da habe ich gezittert. Da war das Dora-Scoreboard an. Ich habe das Scoreboard die ganze Zeit angelassen. In den letzten paar Sekunden. Oh Gott. Ja, ich habe auch die ganze Zeit nur aufs Scoreboard gedrückt. Die ganze Zeit. Ein Kill. Dann habe ich am Ende nur auf den Killfeed geachtet. Oh, fuck. Oh, ja, am Ende hat mir der Sniper, am Ende hat mir der Sniper einen Hitmarker gegeben. Hab ihn dann noch geholt. Wenn wir unentschieden stehen, entscheiden die Tode, ne? Ja. Ich glaube, ich kann ich kurz gucken, wie viele Tode ich hatte? Nee, aber ich glaube, du hattest 19. Nee, ich hatte 19 und du hattest 18 oder irgendwie so war das auf jeden Fall. Echt? Ich glaube, ich hatte nicht über 20 oder so, das kam mir locker so ich vor. Ich bin gerade echt sicher, aber irgendeiner von uns beiden hatte auf jeden Fall 19. Okay. Ach du Scheiße, ich bin gerade richtig aufgeregt. Boah, jetzt. Oh mein Gott. Ich will nicht verlieren, ich will zu 0. 30-0 will ich haben. Hast du bis jetzt alle Folgen gewonnen? Ja. Ja, dann wird es Zeit, dass du mal eine Niederlage bekommst. Was traurig wäre, wenn einer von uns bei einem Moor preist und trotzdem verliert. Ja. Das wäre richtig traurig. Das ist eben, glaube ich, eine 12 oder 13er Streak. Ich glaube, das würde bei mir sogar passieren, weil ich bei der Moab, weil ich dann auf einmal so defensiv spiele, dass ich nicht sterben will. Ich will eigentlich nur die Moab kriegen und dann verliere ich die Runde deswegen. Schauen wir mal. Nein. Oh, du bist schon da im Gegner-Spawn unterwegs. Ja, normal. Alter! Oh, der Sniper holt mich. Oh, du hast schon 5 Kills, Alter, was? Ja, ich hatte gerade einen guten Lauf im Spawn, aber bin dann auch wieder gestorben. Wegen dem Sniper natürlich, wegen wem sonst. Was mich halt an diesen großen Maps hier nervt, ist, dass wenn du stirbst, ey, du bist einfach so weit weg von der Gegner. Ja. Deswegen habe ich auch eben überlegt, hier Extrembedingungen mitzunehmen. Weil es regt ja total auf. Man spawnt irgendwie immer an dem Typen, neben dem Typen, der am weitesten weg ist. No! Predator verpiss dich von mir, Alter. Da kommt einer hinten, pass auf jetzt, einer. Ach, oh, der Sniper. Ich hab ihn. Oh, danke. Naja. Den hast du auch, nice. Na, jetzt suche ich ja wieder Gegner, gleich spawnen sie hinter mir, ich bin tot. Ja, und dann. Er sniped mich, verdammt, Alter. Specialist! Es ist doch nicht mehr lustig, wie die Sniper einfach overpowered in dem Spiel und immer in den Ecken machen.
Ja, er sitzt in der Ecke. Verdammt. Wieder Ausgleich, glaub ich. Alter, Specialist ist so geil, Mann. Oh Gott, du hast den schönes Ding. Oh, er bratzt mich um im FMG und der Kimbo, ey. Junge, ich töte dich, ey, ohne Scheiße. Traurig ist, ich hätte ihn sogar fast noch bekommen. Mit etwas Glück. Responset. Weil jetzt die Bordlinie kommt. Nee, was? Nix da. Da, nehm dir. Ach nee, ach so, ich habe einen Typen, Tunnelblick, oh, GG. Tunnelblick. Specialist. No, die Nate! Er blockiert mich und ich sterbe fast durch meinen eigenen Nate. Ich bin tot. Nate doch nicht. Oh, ich hab einen Streak. Digga, ich hab ne Streak. Und zwar so ein richtig schneller Mann. Hinter dir, glaube ich, einer. Nein! Aber ich bin gerade wirklich nur auf die schnelle Streak gegangen, irgendwie. Ich bin gerade einfach durchgerusht, wie bis zum geht nicht mehr. Da im Haus ist jemand. Naja, FMG noch der Kimbo, du Nutte, Alter. Oder ist auch wieder auch durch. Er sitzt da einfach hinten im Spawn und macht nix. Oder er sniped oder keine Ahnung. Für mich ist das nix tun, was er da macht. Ausgleich. Mein Gott, ich dreh durch! Weil ich blo. Oh, ich war zu dumm, um in das scheiß Haus reinzugehen. So, meine lieben Freunde. Ein Kill wieder durch, dreht durch, Alter. Ein fucking Kill. Und Ausgleich. Hey, es ist. Einfach mal ich habe auch schon mal ein paar Kill-Duels gegen andere Leute gemacht, so. Das war fun eigentlich. Und niemals war es so knapp wie jetzt. Niemals. Alter, das kann nicht dein Ernst sein, du Mongo, Alter. Oh Gott, das macht aber richtig Bock, muss ich sagen. Das macht übel Bock. Fuck, das ist echt. Der würde Bock. Ich, um eine Elgar zu gehen, würde ich nicht so nervös sein, glaube ich. Verdammt. Oh Gott, EMP. Ja, ich weiß nicht, wo sie spawnen. Ich kann keine Kills holen. Komm, Boss Nate. Los, täusch mich nicht, Nate. Oh, die ist 30-30, das darf ich nicht wahr sein. Aha. Hier zählt einfach jeder Kill jetzt, das ist... Oh, der Stealth haut richtig rein, glaube ich. Er sniped durch den Container. Sieht er mich? Ja, er sieht mich, scheiße. Oh nein. Du Schlampe, Alter, du Schlampe. Der Sniper. Oh Gott. Für drei Kills, Digga, und ich werde die ganze Zeit von hinten getötet. Das Maul, du Eichhörn. Oh, das war gut. Von mir natürlich wieder schlecht. Und wieder zwei Kills. Ey, ich krieg die Krise ohne Witz. Nades holen keine Kills, leider.
Bei mir macht nix Kills. Im Moment. Bin dreimal hintereinander gestorben. Wieder hintereinander. Wieder tot. Jetzt habe ich sogar hier Boost oder wie das heißt. Ich hab das Spiel auf Englisch. Ist gut erholt. Ein Kill. Wo sind sie denn? 37, 37, Alter, ich schwör's, ich kicken Herzkollaps, ich schwör's dir. Ja, und ich lauf wieder wie ein Helikopter und finde niemanden. Ah, Dito. Digga, wo sind sie? Nee, jetzt verkacke ich. Schon 2 Kills, ist ganz gut. 3 Kills, geil, Alter. Komm schon. Ich brauch mehr Kills, Mann. Ja. 4. Nein, ich werd gesniped, scheiße. 3 Kills, komm schon. Ich find keine Gegner mehr, ohne Witz. Ich laufe jetzt hier die ganze Zeit hin und her und finde keine Gegner mehr. Das ist eigentlich so ein perfektes Herrschaftsmatch, um richtig viele Kills zu kriegen. Perfekt ausgleichen die Punkte. Ja, ich verkack's wieder am Ende. Es ist immer so. Guck mal, ich spawn und sie spawnen zu dritt. Ich komme langsam in mein Aim wieder rein. Mein Aim geht gerade echt gut klar. Na, scheiße, ich hab den Gegner. Der kriegt das nicht. Verdammt, 6 Kills, ja. Mann, ich guck aufs Scope und bin tot, Alter. Komm schon, ich muss ein paar Kills kriegen, Alter. Nur 3 Kills, das ist nicht viel. Er liegt da! Er holt mich! Zwei Kills, und ich sterbe jetzt die ganze Zeit wieder. Oh mein Gott! Ich bin am Sterben, ohne Witz. Ein Kill. Das kann nicht sein. Ey, ich dreh durch, ich bin grad. Nein! Ey, ich muss ganz schnell. Oh, gut erholt ist geil jetzt. Ja, 2 Kills, geil. Komm schon, Baby, gib mir Kills. Sind die Wichser. Geil. Ja, komm schon, Alter. Ja. Jetzt habe ich gerade richtig gut Kills bekommen. Da kommen welche hoch, pass auf. Vier Kills. Oh ja, ich glaube, das gewinne ich. Und das. Ja. Komm schon, du hast gewonnen, ey. Verdammt. Kann echt nicht sein. Alter! Ey, das ist doch nicht normal, Mann. Fuck, das war richtig knapp. Hat richtig Bock gemacht. Tut mir ein bisschen leid für dich. Ja, man muss auch mal verlieren können, ne? Hab ich auch nicht verdient, ganz ehrlich. Ja, würde ich so nicht sagen. Hi. Gut, das war's mit Folge 7. Bitte? Ja, mit der waren ganz nette 3 Runden, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Hat richtig Bock gemacht. War bis jetzt auf jeden Fall die beste Runde. Ja, gut. Das war's mit 7. Besten Dank, wir sind machen. Kein Problem. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.